Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf mit beiden Cheftrainern. Das Wort geht zunächst unserem Gast Markus Gellhaus, bitte. Ja, ich denke, dass wir heute ein sehr, sehr intensives Zweitligaspiel gesehen haben auf gutem Niveau. Das Spiel hätte aus meiner Sicht in beide Richtungen ausschlagen können, weil es, wie gesagt, sehr eng war, sehr intensiv. Und wir haben das bessere Ende für uns gehabt, weil wir vielleicht auch Tuck besser waren in der Umschaltbewegung. Wir haben da sehr zielstrebig rausgekontert, rauskombiniert. Am Ende sind wir nochmal unter Druck gekommen. Ich denke, das ist normal, wenn man gegen so einen starken und ambitionierten Gegner spielt, dass man nicht über 90 Minuten da die Oberhand dementsprechend behalten kann. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Markus, was war heute für dich der Schlüssel zum Sieg? War das Lukas? War das die neue Flügelzange? Ja, das jetzt auf einzelne Punkte zu reduzieren, finde ich nicht gerecht. Natürlich hat Lukas uns mehrfach gut im Spiel gehalten. Aber ich finde, dass wir als Mannschaft geschlossen eine sehr gute Leistung geboten haben, sehr engagiert waren. Ich finde, dass wir nach dem frühen Gegentor mentale Stärke bewiesen haben und uns nicht haben lange damit aufgehalten und damit gehadert, sondern dass wir direkt wieder im Spiel waren und versucht haben, das, was wir uns vorgenommen haben, auch durchzusetzen. Ja, man freut sich, wenn ein Plan funktioniert. Gibt es weitere Fragen? Dann übergebe ich das Wort an unseren Trainer, Frank Kramer, bitte. Ja, guten Tag zusammen. Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir wollten heute unbedingt als Sieger vom Platz gehen, das haben wir nicht geschafft. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Ich denke, wir hatten da auch Möglichkeiten, das Zweite nachzulegen. Haben in der Phase einfach gut Möglichkeiten rausgespielt, haben dann weniger, es ist dann weniger geworden im Laufe der ersten Halbzeit. Wir sind einfach passiver geworden und das kann man sich in der zweiten Liga natürlich nicht leisten. Auch nach der Halbzeitpause kommen wir raus und sind einfach nicht aktiv genug dagegen angegangen und sind dafür bestraft worden und erst nach den zwei Gegentoren hat man dann so das Gefühl gehabt, so jetzt sind alle wieder wach, sind alle wieder da. Und da war dann die Entschlossenheit wieder zu sehen. Und die muss man eben über 90 Minuten bringen. Wir sind da am Anfang eines Weges, natürlich, ganz klar, was die Abstimmung betrifft. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir das 90 Minuten durchziehen, egal wie es läuft. Und das haben wir nicht gemacht und sind dafür bestraft worden. Vielen Dank, Frank Kramer. Gibt es Fragen? Ganz kurz, warten auf dem Mikro. Danke. Herr Kramer, haben Sie als Pädagoge eine Erklärung, warum frühe Tore offensichtlich Gift sind? In der Vorwoche in Berlin lief es dann für Sie diesmal umgekehrt? Gute Frage, müssen wir uns mal, das werden wir sicherlich auch tun, ja, werden wir uns mal intern besprechen, warum das heute in die andere Richtung der Fall war. Aber ich denke, wir hatten ja Möglichkeiten noch. Ja. Wenn man die erste Viertelstunde 20 Minuten anschaut, dann haben wir da schon einiges auch rausgespielt, auch aus den Umschaltbewegungen raus. Und das muss man einfach konsequent weiterverfolgen und darf da nicht passiver werden mit der vermeintlichen Führung im Rücken, sondern man muss immer hinterher sein, mit jeder Gelegenheit, die sich anbietet, Spiele zu entscheiden. Und das haben wir heute nicht entschlossen genug gemacht. Weitere Fragen? Dann danke ich fürs Kommen und wünsche allen eine angenehme Heimreise. Danke. Alles Gute. Alles Gute weiter.